Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei Dying Light hier auf dem Azos Gaming Channel. Ich präsentiere euch heute eine weitere Folge Dying Light. Wir befinden uns in Harran in der Altstadt und zwar da rechts auf der Karte. Wir haben von Troy hier, von ihr hier, den Auftrag bekommen, uns zum Funkturm zu begeben und dazu am besten durch die Kanalisation auf die andere Seite zu kommen, wieder zu zu den Slums oder wohin auch immer das führt. Tippe ich jetzt mal. Dazu soll ich hier hochgehen und hier in die Kanalisation eintauchen. Mein erster Gedanke war eigentlich, nee, habe ich keinen Bock drauf, das können wir auch viel kürzer haben. Ich könnte nämlich hier unten zu dem Safehouse gehen und hier dann mit dem Schnellreisesystem zu den Slums, zu Brackens Turm kommen und von da aus dann laufen. Aber andererseits habe ich mir dann auch gedacht, ach Gott, warum nicht? Es gehört ja im Prinzip auch zur Story dazu und wir machen das einfach. Ja. Genau. Und da geht's jetzt ab. Da tigern wir einfach mal drauf los. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn im Slot hier alles? Machete, Beil. Ich guck mal, was ich im Inventar noch habe. Haben wir noch irgendwas zu steigern? Nee. Ein bisschen Platz haben wir noch. Munition müssten wir doch eigentlich auch wieder haben, oder nicht? 137er Sturmgewehr, was ist das denn? Das will ich aber nicht. Polizeigewehr will ich denn haben. 215. Ich gucke gerade mal. Da haben wir sogar Munition. Das passt ja super. So, den Wurfhaken haben wir drin. Perfekt. Und dann schauen wir mal, dass wir ganz Fixokowski hier. Was ist da schon wieder los? Da verprügeln sie schon wieder ein. Ja, ich würde sagen, dann reite ich dir doch mal ein. Leute. Unzerstörbar. Und jetzt ziehen die an. Wollt ihr mich verarschen? So. Wenn das mal nicht relaxed gekillt war, dann weiß ich es nicht. Was willst du denn hier, du Ernie? Laufen die jetzt hier nur noch mit diesen Schwertern und Säbeln rum? Roundhouse-Kick hier. Für alle. Was haben wir da liegen? Eine Zeitung. Ein Move. Wo ist er hier runtergefallen? Gucken, was hier im Körbchen ist. Und Riegel. Guck mal. Oh, wir könnten mal wieder ein Medikit vertragen. Können wir eigentlich welche bauen? Entwürfe? Nein, können wir nicht. Schade. Wow. Wow. One hit, one kill. Runter da. Mit dem Kopf. So, weiter geht's hier. Punkt haben wir abgesahnt. Mich nicht hier unnötig aufhalten. Komm, geh. Geh, noch ein Schritt. Schade. So. Müssen noch warten, bis der aufgeladen ist. Dann können wir wieder weiter. Na, komm. Die fallen alle nicht vernünftig runter. Schade eigentlich. Aber naja. Guck mal, hier ist noch eine Parkour-Fever-Challenge. Werde ich vielleicht zwischendurch auch mal machen. Aber wow, jetzt kommen hier wieder die Flieger. Hier anscheinend alles scouten. So. Das weiß ich nicht, ob das was wird, wenn wir jetzt hier draufspringen.
Ne, ich habe auch gar keinen Bock gegen diesen Hannister zu kämpfen. Muss ich ehrlich gestehen. Okay. Chaka. 1A. Hä? Betreten Sie die Abwasserkanäle? Achso. Ja, das machen wir doch. Noch einen Dietrich mitgenommen. Und Taschenlampe? Eine Toilette. Ah, guck mal. Wolltest du auf Klo? Kollege, was kann ich für dich tun? Ja, komm rein. Die Jugend heutzutage werden auch immer unfreundlicher alle. Naja. Nicht mal hier was drin. So. Hier jetzt weiter. Hier geht's weiter. Kiste. Eine mittlere Kiste. Tendenz links ansetzen. Na, probieren wir nochmal. Fuck. Ja, ich freue mich. Du so eine Scheiße. Jetzt kann ich wieder den ganzen Scheißweg laufen. Gibt's da nicht noch ein Safehouse auf dem Weg? Eins gibt's. Könnten wir ja vielleicht mal in Betracht ziehen. Geräusch. Guck mal, hier gibt's mal auf die Fresse, Jungs. Dafür wirst du mir. Ja, die Schnauze. Da gibt es immerhin 3500 Punkte für die Hanseln hier. Was hat der denn? 190. Nö. Mittleres Schloss. So, wir waren dabei. Tendenz links. Ah, versuchen wir es mal ganz links. Okay. Dann ist das eins von den Schlössern, die seit langem mal wieder nach rechts aufgehen. Also mit dem Dietrich nach rechts. Ja, cool. Hier sind ein paar Wertsachen, die ich noch verhökern kann. Was hat der für eine Waffe? Scheißegal. Weiter geht der Peter. Schicker Balkon hier. Muss ich echt sagen, also... Wie so oft, Liebe zum Detail. Hallo Kollege, kann ich dir irgendwie helfen? So, welches Haus ist das denn? Das Haus da? Da komme ich doch gerne, Freunde. Party ohne mich geht ja gar nicht. So. Waffe reparieren. Oh, die sieht aber auch scheiße aus. Ja. Tutti. So, hier können wir runter. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, dass hier keiner ist, der explodiert. Weil da habe ich wieder keinen Bock drauf.
Tür, Tür, Tür. Was ist das denn hier? Leiter, achso. Da ist noch einer, der lebt. Jetzt nicht mehr. Ist das Safe House jetzt unser? Wow. Boah, jetzt habe ich mich aber verjagt hier. Jetzt habe ich mich aber verjagt gerade. Warum kann man denn hier den Schrank verschieben? Seit wann geht das denn? Naja, soll mir egal sein. Ach, hier kam die raus. Okay. Haben wir's? Yes! Nice, 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 nice. Wie kommen wir jetzt hier raus? Kommen wir gar nicht, ne? Nur über die Leiter. Gut. Also falls wir sterben, werden wir hier wieder spawnen. Das gefällt mir wesentlich besser. Achso, das ist nur für den Strom hier, okay. Ich verstehe. Jo. Da ist wieder so ein Muskeltyp. Da wollen wir aber gar nicht hin. Also, andere Richtung wieder. Ne, vorsichtig. So, dem könnten wir helfen. Das kriegen wir hin. Keine Rolle, ob wir es sind oder jemand. Du Arschloch, was ist das denn? Das ist ein Penner. So einen schönen Tag hier so rumzuspacken. Och nee. Yeah. Das war auf jeden Fall wieder ein epischer Kill. So, where is the fucking... Oh, ja, na klar. Fucking entrance hier. War ich aber gerade nicht. Hier bin ich aber gerade nicht gestorben. Okay. Wir können immer noch keine Medikits bauen. Haben nicht so eine gute Energie. Drauf geschissen. Wir rocken die Scheiße. Das Funksignal muss stark genug sein, um die Störfrequenz zu durchdringen. Es sollte reichen, den Verstärker am höchsten Antennenmast von Haran zu montieren. Hoffe ich zumindest. Savvy meint, der sicherste Weg sei durch die Kanalisation. Tja, wem kann man hier noch trauen, ist die Frage. Finden Sie den Weg durch den Untergrund zum Funkturm. Gibt's eine Karte? Ja. Es gibt eine Karte. Und diese Karte ist verdammt groß. Scheiße. Sah es so aus wie so eine Falle hier, so eine Lichtschranke oder sowas. War immer gut hier, wenn hier so ätzende Sachen rumstehen. Sonst fehlt dir, glaube ich, der Alkohol, ne? Ne, doch nicht. Guck mal, jetzt können wir... Alkohol hatten wir, glaube ich, und fehlen die Sponges. Yeah, wir können Medikits herstellen. Tschakka, tschakka, tschakka. Hauen wir gleich komplett raus, die Scheiße.
Und dann nehmen wir auch gleich an. Dass wir wenigstens volle Energie haben. Wie sieht nach oben aus? Können wir nach oben gehen? Nee, können wir nicht. Das heißt, hier gibt es ja im Moment bis jetzt noch keine anderen Wege, die wir einschlagen können. Schloss knacken schwer. Das versuchen wir doch mal. Bis jetzt waren wir ja nicht so erfolglos bei den schweren Schlössern, sag ich mal. Ich hoffe mal, jetzt kommt noch kein Zombie von hinten. So, immer schön Step by Step. Immer die Ruhe bei bewahren. Und dann weht das schon. Inventar habe ich glaube ich noch, ich kann glaube ich noch 30 mal 5 Dietriche produzieren. Daran soll es nicht liegen. Wenn, dann wird es eher daran liegen, dass die Aufnahmezeit zu Ende ist. Oder meine Festplatte voll ist mit den Aufnahmen. Aber da habe ich die Tage erstmal... Ah, guck mal, sieht gut aus. Die Tage erstmal ein bisschen aufgeräumt und erstmal so locker 250 GB verschoben und freigeräumt, dass ich mir für neue Aufnahmen Platz hatte. Also nur mal, dass ihr so Bescheid wisst. Ich habe meine Hauptfestplatte oder meine Festplatte nur für die Aufnahmen, die ist 500 GB groß. Meine Programmfestplatte ist auch 500 GB groß und dann habe ich nochmal eine separate Windows-Partition. Die hat auch nochmal ein paar 100 GB. Und dann habe ich nochmal eine externe Festplatte, wo ich da meine Daten-Recovery drauf mache. Das heißt, wenn ich jetzt abgedrehte Sachen habe, wie zum Beispiel, ich sag mal, 30 Folgen Dying Light, die brauche ich nicht auf meinem Hauptrechner. Ah, guck mal, geil. Rumliegen haben. Die. Fuck. Die schiebe ich dann einfach auf die Daten-Recovery, die externe Festplatte. Das ist auch nochmal eine, ich glaube, 2 Terabyte hat die. Und da, dass die Sachen nicht verloren gehen. Oder falls man sie nochmal irgendwie braucht zum Zusammenschneiden oder ein Best-of oder keine Ahnung, was man eben damit machen will. Oder wenn man sie nochmal neu vertonen will, keine Ahnung. Das heißt, die ganzen Rohdateien und die fertigen Dateien, alles, was dazugehört. So, ich bin gespannt. Oh, was ist das denn? Das sieht ja geil aus. 331. Guck ich mal, was ich mal wegfeuern kann hier. Hier diese Pillepalle-Schwerter hier. 250, der geht noch. 244, 215. 215, der kann, glaube ich, weg. 223. Ja, würde ich sagen, das zerlegen wir auch. Und die Axt auch. Die Spitzhacke, die war 250, 245. Das Schlachterbeil. Ja, komm, wir belassen es erstmal dabei. Wir haben ja Platz. Können wir den nur benutzen, den Säbel? Wo ist er? Ist er das? Erstklassiger Sipahi-Säbel. 331. Wechseln wir mal gegen Thais Waffe und dann gehen wir hier mal drauf und schauen mal, ob wir Upgrades drauf packen können. Ob das was bringt. Ja, wir haben leider keine mehr, die mehr Schaden macht. Insofern weiß ich nicht. Gucken wir mal.
Was wir hier noch zaubern können. Kurzschwerter, Engelsschwert-Mod. Boah, ist natürlich heftig. Also was der dann draufpackt, 107 hier, plus Blitz und Feuer. Das machen wir mal. Auch wenn wir da jetzt viele Ressourcen. Die Klinge Gabriels. Trophy. Das ist ja genial. Und dann könnten wir eigentlich gucken, ob wir die Haltbarkeit noch höher machen, ne? Ja. Haltbarkeit. Und Handling, Haltbarkeit. Ja, nochmal den Kreuzritter drauf machen und dann machen wir die Upgrades da drauf. Fertig. Dann haben wir eine erstklassige Waffe. Wie geil ist das denn bitte? Bam! Geil. Geht auch recht schnell, also vom Handling sehr cool. So, nochmal mittleres Schloss. Ja. Tendenz rechts ist diese Folge auf jeden Fall. Bei den Schlössern. Dann haben wir hier. Heftige Hacke. Und Kaffee. So. Hier können wir sonst nichts mehr abgreifen, glaube ich. Was haben wir hier? Nix. Jo. Dann, das, ja, nee, das war ja schon mal eine ganz gute Ausbeute eigentlich. Dann gehen wir nochmal auf die Karte. Wir sehen, boah, ich dachte schon, wir sehen nur den Ausschnitt, wo wir jetzt sind, aber Tatsache. Können wir hier auch mal gucken? Was haben wir hier? Nischt. Auch mal nach oben gucken, ob irgendwo ein Durchbruch ist oder so. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gleich irgendwas durch die Decke kommt oder irgendwoher. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Hey. Eine Shotgun ist das oder was? Ja, dafür schmeiße ich doch nochmal was weg. Was war denn hier? Dieses Schwert war, glaube ich, 225. Heftige Hacke. Zerlegen. Ach komm, dieser Säbel, ne? Spitzhacke. Weg. 245. Gucken wir mal, was das ist hier. Doppelläufige Schrotflinte. Wie die im Gegensatz zu unserer ist, die wir haben. 2451, 1500 nur. Gut. Falls wir wieder in Brackens Turm sind, könnten wir ja die Schrotflinte dann eventuell eintauschen. In dem Quest familiärer Notstand. Genau. Will mit seiner Familie aus dem Slums fliehen. Er bat mich darum, eine Schusswaffe zu besorgen. Das könnten wir dafür benutzen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Was haben wir hier drin? Eine Schusswaffe haben wir drin. Sieht so aus, als ob hier einige Leute gehaust haben. Aber kein Schwein mehr da ist. Warum? Sag mir warum. Das ist echt ein bisschen gruselig. Da ist es verbarrikadiert. Da auch. Da ist eine guck mal. Da haben wir doch noch ein Trüchen. Rechts haben wir ja gesagt. Ist Tendenz hier unten.
Ach. Hier müssen wir wieder was bauen. So ist ja nicht. Könnt ihr ja mal ausrechnen. 80 mal 5. Wie viel Dietriche wir dann bauen können. Also da können wir uns, glaube ich, ganze Folgen nur mit Truhen beschäftigen. So viele Dietriche haben wir. Ja, dass man hier nicht mehrere anklicken kann, das nervt ein bisschen. Ja, ich glaube, das soll reichen, ne? So. Rechts war die Tendenz. Na? Und rechts passt auch. Vielleicht sollte ich es mal von Bereich zu Bereich prüfen. Ob hier die... Der sieht ja cool aus. Ob das mit den Kisten so ist. Guck mal, hier haben wir noch eine. Probieren wir auch mal rechts. Tatsache. Also hier ist es vielleicht Zufall jetzt, ich weiß es nicht. Die brauchen wir nicht. Die ist schlecht. Oh Gott. Ist das ein Kind? Bitte nicht. Wo? Hä? Ah, bevor wir da reingehen, mache ich nochmal die Truhe hier. Ob wir was abgreifen können, bevor wir sterben. Kaffee und Nägel. Naja, schauen wir mal. Ja, super. Ja, super. Diese scheiß screamenden Kinder hier, das nervt doch. Wie geht man da jetzt vor? Und wo kommt das denn? Ah, da ist es ja. Fuck, was? Dem nicht rechtzeitig den Mund stopfen. Was geht denn hier ab? Ich check das nicht. So, nehmen wir mal unseren tollen Säbel hier. Fuck die Bude. Komm, lauf, 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 Johnny. Und es war mir klar, dass das so endet. Ohne Witz. Ja, dass wir das nicht hinkriegen, das ist klar. So, schnell, los, komm. Komm, mach, 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 mach. Ich hoffe mal nicht, der Fette steht jetzt hinter mir. Der Fette steht hinter mir. Los, komm. Lauf, 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 lauf. Verstecken. Recovern. Was machen wir? Molotov-Cocktails. Haben wir. Rufäxte haben wir. Komm, läuft der wohl dran vorbei?
hoffe es mal. Nee, er bleibt da stehen. Aber er kriegt mich ja nicht. Das ist echt von Vorteil. Guck mal. Er bleibt da. Fuck. Er bleibt da nicht. Bringt uns das was? Feuer bringt was. Das ist cool. Das ist echt cool. So, sein Rückenpanzer ist schon mal kaputt. Einen Molotow-Cocktail habe ich noch. Gucken, ob wir seinen Helm noch kaputt schießen können. Ja, haben wir geschafft. Super. Dann müsste es eigentlich gleich soweit sein, dass er Muck ist. Ja. Schade, jetzt haben wir den verschwendet. Oder? Boah, meine Fresse. Was ist das für ein Typ? Ja, da war es. 1500. Das war aber ein bisschen mehr als bei den anderen sonst immer. Haben wir hier 300. Boah, Leute. So, 258 hat der, 283, 258, 285, 245. Ja, den hier, ne? Ja. So. Mächtige. Na komm. Die Inventar ist voll. Mächtige Doppelklingenaxt. 407 Alto Belly. Was haben die anderen Viecher? 374. 374 ist natürlich eine Ansage, ne? Also dann können wir ja die anderen wegballern. Das Schlachterbeil. Und den Säbel. Ja. Auch völlig schwer. Ach, hallo. Ich hab jetzt nur eine genommen. Auffällig schwere Feueraxt. Also Zweihandwaffen, ne? Naja, gut, ist ja eine Latte. Okay, für uns geht's weiter, aber nicht mit der Waffe. Dann nehmen wir mal die Schrotflinte hier mit rein als Notreserve. Und das Schild hier in den Slot. Und Leute, ich denke, wir müssten gleich drüber nachdenken, einen Cut zu machen. Auf jeden Fall. Ja, wir gehen rechts einfach. Oder? Doch, wir gehen rechts. Ja, passt. Und ich würde sagen, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter und versuchen den Weg zum Funkturm hinzubekommen. Ich wünsche euch alles Gute, was ihr macht. Macht bitte gut, bleibt so wie ihr seid, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Macht's gut, Leute, bis dann, ciao.